Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Daily Lena. Ich bin hier jetzt wieder in Wimbledon und ja, ich war eben einkaufen und habe was gekauft für die Schule. Und ja, ich schaue mir noch hier ein bisschen so die Gegend an und gleich fahre ich los, um mir das Spiel Djokovic gegen Nadal anzuschauen. Mögt ihr auch Tennis so sehr wie ich? Und wenn ja, für wen seid ihr? Wer soll Wimbledon gewinnen? Schreibt es mir in die Kommis. Leute, ich bin hier endlich drin im Wimbledon-Gebäude. Gott sei Dank ist es heute nicht so voll wie das letzte Mal. Ich gehe noch ein paar Souvenire kaufen und schaue mir noch mal ein paar Sachen an. Und dann gehe ich rein ins Spiel, wo Djokovic gegen Nadal spielt. Ich freue mich total drauf. Und ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Ihr auch? Schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, für wen ihr seid. Das würde mich sehr interessieren. Dann sage ich euch mal, für wen ich bin. Also ich bin für Djokovic, aber Nadal mag ich auch sehr. Wenn Nadal jetzt gegen jemand anderes spielen würde, dann wäre ich für Nadal natürlich. Aber jetzt bin ich für Djokovic, weil ich bin auch immer für Djokovic, aber auch eigentlich immer für Nadal. Aber ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Und ich werde natürlich auch alles aufnehmen. Und ich freue mich total drauf. So, ich bin hier jetzt in einem Wimbledon-Laden. Und hier gibt es ganz viele Sachen. Hier gibt es alles von Wimbledon. Wie zum Beispiel Tennisschläger. Der ist riesengroß. Der größte Tennisschläger, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und es gibt auch ganz kleine Tennisschläger. Hier gibt es alles. Hier gibt es Rucksäcke. Alles Wäsche und Hüte und ja, hier gibt es ja auch natürlich Tennisbälle, Schuhe und so weiter und ich werde auch ein paar Sachen kaufen gehen, aber was, das zeige ich euch später. Oh Leute, ich war gerade so schön shoppen und hier gibt es so tolle Sachen, wie zum Beispiel wunderschöne Bälle und riesengroße Bälle. Die sind so für Autogramme von Tennisspielern und ich habe noch mehr Sachen gekauft. Ich zeige euch mal das ganz kurz. So, das hier habe ich gekauft. Hier ist ein Ball, also zwei Bälle und noch andere Sachen. Ja, also was ich gekauft habe, das zeige ich euch später ganz genau. Ich würde auch die Wimbledon-Decke kaufen, aber ich habe die mir angeschaut und die ist viel zu klein für mich, weil ich dachte, die wäre viel größer, ja. Aber die ist mini klein, die ist sehr, sehr schön, wirklich sehr schön, aber die ist mini klein und deswegen habe ich es gelassen, also habe ich sie nicht gekauft. Aber dafür habe ich viele andere schöne Sachen gekauft. Wenn man schon hier im Wimbledon ist, dann muss man unbedingt Erdbeeren mit Sahne essen. Denn das ist Tradition hier. Schaut mal, so sieht es aus. Schaut mal, so sieht es aus. Habt ihr das schon mal so gesehen? Und würdet ihr das auch gerne essen? Oder habt ihr das schon mal so gegessen? Schreibt mir alles in die Kommentare. Jetzt fange ich an zu essen. Ich schaue mir jetzt das Spiel Djokovic gegen Nadal an. Ich freue mich schon drauf. So, das Spiel wurde unterbrochen,
Also ich habe es mir angeschaut, aber dann wurde das genau in der Mitte unterbrochen. Und ich finde es sehr schade, weil es morgen weitergeht und ich nicht weiß, wer gewinnt. Also morgen werde ich schon wissen, wer gewinnt, aber das Problem ist, morgen kann ich mir das Spiel nicht anschauen, weil ich andere Sachen zu erledigen habe, also andere Sachen mir anschauen werde. Was ich nur hoffe, ist, dass Djokovic gewinnt. Und ja, wenn Nadal gewinnt, bin ich auch sehr glücklich. Aber ich bin für Djokovic und deswegen hoffe ich sehr, dass er gewinnen wird. Und vergisst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, für wen ihr seid. Vielen Dank. Und ja, ich hoffe sehr, dass Djokovic gewinnt, weil er richtig gut ist und ich ihn sehr mag. Und ja, aber trotzdem werde ich morgen nachschauen, wer gibt. Ich bin hier immer noch in Wimbledon und wie versprochen zeige ich euch, was ich heute esse. Lecker, Fish and Chips, typisch britisch. Das esse ich jetzt. So, das war's auch schon wieder. Ich fahre jetzt zurück ins Hotel. Ich fand es sehr schön, so einen schönen Tag hier in London verbringen zu dürfen. Dankeschön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Schaltet noch die Glocke ein. Für euch ist aber noch nicht Schluss. Vielleicht zeige ich euch im Hotelzimmer, was ich alles gekauft habe. Wie versprochen. Wir sehen uns das nächste Mal. Wie versprochen zeige ich euch jetzt alles, was ich im Wimbledon gekauft habe. So, hier sind die Taschen. Und jetzt zeige ich euch alles. Also hier sein Teddybär. Dann hier sein kleiner Tennisschläger. Dann sein kleiner Bruder mit Bällchen. Mit einem Anhänger. Und der gleiche nochmal in Gelb. Dann sein kleines Tischchen in Blau und das nochmal in Weiß. So, dann habe ich hier größere Bälle, das sind so für Autogramme. Das in Rosa und das in Blau. Dann hier ein T-Shirt in Lila. Hier ein normaler Tennisball. Das habe ich so bekommen, weil ich beim Golf mitgemacht habe. Das war extra so wie so ein Gewinnspiel. Hier als Schlüsselanhänger für die Trophäe für die Frauen. Und hier der Pokal für die Männer als Schlüsselanhänger. Und dann hier nochmal dieses Gewinnspiel. Und ja, dann ein kleines Bällchen für den kleinen Schläger und dann kann man damit spielen. Und das war's. So, das war's auch schon mit den Sachen. Haben sie euch gefallen? Und wart ihr auch schon mal in Wimbledon? Wenn ja, was habt ihr dort so gekauft? Und hat es euch auch dort so gefallen wie mir? Und wer ist euer Lieblingstennisspieler oder Lieblingstennisspielerin? Schreibt mir alles in die Kommentare.